Hallöchen erstmal, Leute. Es gibt ein neues Let's Play. Let's Play New Super Mario Bros. Auf dem Computer gespielt. Die DS-Version, nicht die Wii-Version. Leider auf Englisch, aber ich hoffe mal, ihr nehmt mir das nicht zu übel. Ich würde sagen, dann starten wir das Ganze mal. Nintendo. So, hier haben wir gleich mal ein Startbildschirm. Ich hoffe mal, Camtasia nimmt das alles halbwegs richtig auf. Dann machen wir mal hier Mario Game, ne? Das normale. Ich habe übrigens noch gar nicht die Steuerung ausprobiert, also jetzt. Ich faile total wahrscheinlich jetzt, obwohl ich das Spiel fast durch schon mal gespielt habe und schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habe Richtung Level und so. Und nicht blind spiele. Blind. Machen wir gleich noch einen Spielstand. Ja, da unten ist jetzt ein bisschen schwarz, aber was soll's. Jetzt verschleppt er kurz die Peach zur ersten Zwischenfestung oder Zwischenboss. Und, okay, mit den Pfeiltasten, das ist sowas wie Escape. Und wie starten wir das Ganze denn jetzt? So kommen wir in die Kameraansicht-Wechselding. Ich teste mal kurz alle. Ah, mit! Wir können sogar eine Save States machen. Das finde ich ja mal richtig geil. Und da freue ich mich auch schon auf andere Let's Plays, die wir auf diese Weise bestreiten werden. Ich denke so Richtung Mega Man, aber ich weiß nicht, ob das auch so. Ah, und P ist laden. O, nee. I ist speichern. P ist laden. Gut. Damit wir das auch mal geklärt hätten. Jetzt am Anfang können wir uns ja ein bisschen Zeit lassen. X war's. Okay, X muss ich mir merken. Jetzt, ich glaube mal mit Pfeiltaste oben werden wir springen. Das ist ja, stimmt ja. Mit X! Okay, mit X ist springen. Es ist schon etwas anders als auf Nintendo DS, ist ja ganz klar. Ist nicht alles reibungsfrei, aber. Und ich hoffe mal, es wird auch nicht zu laut sein. Wir sammeln hier einfach mal ganz. Distrikt alles, jetzt. Na komm. Alles ganz komplett ein. Jetzt erstmal, um in die Steuerung reinzukommen, wie die hier auf dem Rechner ist. Ich glaube, hier ging es runter. Doch nicht. Und wir bekommen gleich etwa ein Special-Item. Ich freue mich drauf. Es gibt es so gut wie nur im ersten Level, also sonst gibt es das nur sau selten. Nämlich das Fettding. Kennt man vielleicht aus der Werbung. War da glaube ich schon mal. Und damit ist man eben groß und kann alles hier platt machen. Und da oben die Leiste, wenn da was grün ist, dann kriegen wir da ein ab. Scheiße, scheiße. Oh, das war knapp. Wir kriegen jetzt drei Ups. Wegen der grünen Leiste da oben. Mir fehlt ein bisschen der Doppelsprung, weil. Naja, auf dem DS gab's den auch nicht, aber. Ich mag Doppelsprung. Und da haben wir auch gleich mal das erste Level geschafft. Ja, können wir es irgendwie auch überspringen? So. Dann geht es in dieses Brückenlevel. Na, mach mal ein bisschen schneller, können wir das mit X überspringen. Und wir kriegen gleich eine rote Kiste, in der wir dann auch ein Special-Item finden. Da hat sich ein besonderes Häuschen aufgetan, wo auch ein Special-Item auf uns wartet. Oder ein Up oder was weiß ich, kann man da alles finden. Können wir aber auch später machen. Und unten sieht man diese Karte, diese Schnorke-Karte. Und da können wir uns schon mal darauf einstellen, wie viele Welten wir noch bestreiten müssen. Wobei wir am Anfang Welt 4 und Welt 7 auslassen werden und erst später zu denen hinkommen werden, wenn wir das Spiel weitestgehend durchhaben.
Here we go. Welt 1, 2. Ah, okay, jetzt geht's ab in die Hölle. Was heißt denn Hölle? Höhle. Und hier haben wir gleich diese besondere Kiste. Und wieso fliegt die jetzt nicht weg? Normalerweise müsste die jetzt wegfliegen, aber vielleicht... Und jetzt haben wir den hier. Damit können wir uns Abhänge runterflutschen lassen. Die Feuerblume können wir da unten in dieses Snowtim reintun. Und, kann ich das mit Mausklick? Ah, okay, mit Mausklick. Ist ja ganz praktisch, dass man... Da kann ich eigentlich gleich mal die Maus drauf ziehen lassen, weil... Für was anderes, glaube ich, brauchen wir die Maus gar nicht hier in dem Spiel. Das finde ich ein bisschen lustig, dass da steht Touch und dann... Ja, das passt ein bisschen. Und dann können wir uns hier... Hui! Ist ganz lustig. Kriegen wir uns nochmal Punkte. So können wir gleich ein bisschen üben. Bam! Das war jetzt dämlich. Jetzt müssen wir... Ah, und die Walljumps sollten wir auch langsam mal üben. Die benutze ich ja regelrecht häufig. Regelrecht einfach so auch. Und da haben wir gleich schon mal ein bisschen was verloren. Auf die Wippe hinauf. Und ich finde dieses Spiel, es ist wirklich ziemlich nah an dem Original New Super Mario Bros. Gehalten, aber es bietet eben noch ziemlich viele andere Features. Jetzt will ich mal kurz testen, wie wir damit feuern können. Mit welcher Taste das geht. Per Klick. Nein, geht nicht. Jetzt habe ich das Spiel angehalten mit N. Was war das gerade? Das war anscheinend die Kamera. Mit Z können wir auch noch springen, wenn uns das Bild liebt. Ach ja, stimmt. P, ja, genau. A! Okay, A und X muss ich mir merken. Da kommen wir uns gleich noch die nächste... Holen. Mist. Ja, die Steuerung ist etwas ungewohnt. Ich frage mich noch ein bisschen, wie wir diese Panzer aufheben können, aber das brauchen wir am Anfang noch gar nicht. Schießen wir mal fröhlich ein paar Feuerbälle. Hier muss man aufpassen, dass man hier nicht... Weil ich glaube, da ging es runter in einen Geheimraum, aber... Ich will es nicht drauf ankommen lassen. Guck mal da rein. Geht's jetzt hoch und wir haben das Level geschafft. Erste Welt schaffen wir, glaube ich... Zumindest bis zur Burg in einem Part. Später wird sich das ein bisschen hinziehen. So nice. Yay, nächstes Level geschafft. Sieht ja ganz prickelnd aus. Weiter geht's auf unserer kleinen Karte. Geh rüber, Mario und X. Geh rein. Ja, der Sound ist etwas langsam und auch die Bewegungen sind etwas langsamer als auf dem Nintendo DS. Aber damit muss man sich abfinden. Machen wir jetzt nochmal gleich so ein Ding. Ah, die sind lustig. Mit denen können wir uns... uns die Arme ausrenken und ein bisschen durch die Luft schweben. Und wenn wir... Entschuldigung, wenn wir... Oh, das ist aber auch laut. Kann ich... nee, das mache ich vielleicht außerhalb des Displays mal. Vielleicht den Ton ein bisschen runterschrauben. Und wenn wir 100 Münzen eingesammelt haben, kriegen wir automatisch einen ab. Die immer nützlich sind. Und Kometenmünzen... ach nee, ich glaube, die heißen gar nicht Kometenmünzen. Ich nenne sie einfach immer nur so, weil sie auch bei Super Mario Galaxy so hießen, aber... Wie sie hier heißen, frag mich nicht. Ich glaube Sternmünzen. Ja, Sternmünzen. Und mit Sternmünzen, das sind eben so kleine Features, die neu eingefügt wurden. Wenn wir drauf... die braucht man, um das Spiel abzuschließen. Die haben aber auch nicht nur einen Sammlerwert, sondern, man kann mit ihnen auch spezielle Häuschen freilegen. Indem man dann auch wieder spezielle Items haben kann, so wie das, was wir vor uns freigelegt haben. Da braucht man meistens so 5 Stück von denen. Oder ich glaube immer 5 Stück. Damit holen wir uns die ersten roten Münzen. Wenn wir alle von diesen roten Münzen in einer begrenzten Zeit einsammeln, dann kriegen wir einen ab. Brauchen wir aber eigentlich am Anfang noch gar nicht. Nehmen wir mal diesen Wackelpilz hier und gehen rüber.
und dann auf diese Fahne. So. So nice. So, dann machen wir das Level. Hätten wir das Level. So, wir sind jetzt bei der Burg und ich würde sagen, ich mache mal kurz Pause. Wegen Ton und so, weil das ja wirklich ziemlich laut ist und wir sehen uns dann, sage ich mal, in diesem spontanen, aber schon seit langem gewünschten Let's Play wieder, nicht? F9 war's bei Camtasia. Joa, Leute, es geht weiter nach einer kurzen Pause mit New Super Mario World. Ne, Boss. Ach, ich hab gedacht, du kriegst den, aber naja, was soll's. Ton hat sich jetzt, tontechnisch gesehen, hat sich jetzt nichts geändert, aber ich schraub das Video 3 Stufen leiser, dann wird's schon ein bisschen klappen. Ich will da, ach so, nee, ich muss ja gar nicht klicken, ich muss ja, ne, so, XA war's, entweder XA. So, wieder mit unserer verlangsamten Animation rein ins Getümmel. Der erste Zwischenboss. Gehasst habe. Ah gut, wir haben es hier schon mal geschafft. Wir warten kurz. Wir suchen es mal hier drauf. Exakt. Sind wir nicht Hammer? Ach, Mist, jetzt lohnt sich das nicht mehr, hier rüber zu gehen. Das hätten wir nicht mehr geschafft. So. Die Kometmünze brauchen wir nicht. Oh, nee, wie ich diese Stelle gehasst habe. Nee, wir haben es geschafft. Gut. Gehen wir mal hier hoch, aktivieren die gleich mal. Ach nee, wir müssen nochmal runter. Juhu. Und noch mal rein. Dann, ich glaube, das war auch hier eine Kanone. Genau, das ist jetzt die letzte Kanone vor dem Boss. Hier müssen wir exakt abpassen. Jetzt würde ich sagen, exakt. Okay, wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen, bam, Tür geht auf und wir gehen erst zum ersten Miniboss. Miniboss! Hier war eigentlich schwerer finde als ein richtiger Boss. Einmal. Zweimal. Und er wird immer schneller. Und es braucht immer 3 Schläge. Das erinnert mich wirklich sehr stark an Super Mario Galaxy. Bam. This is so nice. Yeah! Wie schafft man? Ugh. Und der haut jetzt ab. Eine Geschwindigkeit hat der Typ. Oh, langsam kommt er aus der Puste. Ah, er hat's geschafft. Juhu, jetzt können wir speichern. Aber wir haben ja eh unsere Safe States, ne? Was das Spiel ziemlich einfach machen. Ja, yes, wir wollen safe. Ach ne, mit X. Saving. Ich frag mich, wo er das wohl auf meinem Rechner abspeichert. Saved. Und dann hier rein. There we go. Wow, aua. So, dadurch. Aber wieso können wir uns nicht mehr. Wir können uns doch bücken. Jetzt! Ich habe mich gerade gewundert, warum das nicht so richtig klappt. Die Musik ist schon wieder laut. Meine Fresse. Juhu! Richtig geiler! Na, weißt du schon. Das hier erinnert mich wieder sehr stark an, den Super Mario Bros. 3 oder so. Da gibt es auch so eine ähnliche Stelle am Ende des ersten Levels.